Liebe Freunde, liebe Parteifreunde und Sympathisanten, ich bin 2014 in die Partei eingetreten, um als Gegengewicht zur damaligen und eigentlich auch jetzigen desaströsen Europa- und Finanzpolitik zu fungieren. Damals jedoch ahnte ich noch nicht einmal, wie schlimm es seit 2015 unter der kinderlosen Frau noch werden sollte. Das Bildungsniveau unserer Kinder und der heranwachsenden Generation wird immer schlechter, wie aktuelle weltweite PISA-Studien das belegen. Fehlende Grundkenntnisse sowie Einführung von sinnlosem Gender-Gaga belasten das Bildungssystem. Aus meiner Erfahrung als Lehrer kann ich das tagtäglich auch zu spüren bekommen, dass die größeren Klassen noch nicht mal mehr das Einmaleins richtig beherrschen. Seit fast einem ganzen Jahr müssen unsere Schüler zu Hause bleiben und den Unterrichtsstoff bearbeiten. Und das geschieht teilweise unter den widrigsten Voraussetzungen. Wochenlang beispielsweise war Land Sachsen nicht zur Verfügung. Lehrer stellen Aufgaben rein in der Hoffnung, dass alle Schüler dies auch tatsächlich bearbeiten. Was folgt daraus, liebe Freunde? Die Spaltung der Gesellschaft schreitet immer weiter voran, weil der Unterschied zwischen leistungsstarken und leistungsschwächeren Schülern immer größer wird. Eltern, welche tagsüber arbeiten müssen, können ihre Sprossen nicht noch das Lesen und Schreiben zu Hause beibringen. Jedoch hat jeder Mensch das Recht auf Bildung. Die Stärkung der Grundfächer wie Rechnen, Schreiben und Lesen und die Allgemeinbildung wie Geschichte und Geografie muss unbedingt wieder in den Vordergrund gerückt werden, statt wie man den Schülern beibringt im WTH-Unterricht, wie man Nudeln kocht oder eine dritte Toilette besucht oder letztendlich wie viele Geschlechter es gibt. Unsere Jugend muss freitags wieder in die Schule gehen, anstatt für eine systemgemachte Klimahysterie auf die Straße zu gehen. Der arbeitsplatzkostende Ausstieg aus der Kohle- und Atomindustrie gefährdet neben unserem Wohlstand auch noch die Versorgungssicherheit mit Energie. Sinnlose Milliardeninvestitionen in sogenannte erneuerbare Energieträger erhöhen das Risiko eines flächendeckenden Blackouts, wie das vor wenigen Wochen der Fall war. Da fordere ich, liebe Freunde, Schluss mit den kostentreibenden, unrealistischen Ausstiegsprogrammen, wieder hin zu sinnvollen alternativen Energieprojekten. Ich fordere eine Stärkung des Mittelstandes zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Probleme, die hinzugekommen sind, wie Altersarmut, Kinderarmut, Spaltung zwischen Arm und Reich und natürlich auch die vorhandene Flüchtlingspolitik, dachte man, sind nicht mehr zu toppen. Leider wurden wir durch unsere Altparteien wieder einmal eines Besseren belehrt. Ich fordere deshalb meine Heimat zurück, so wie ich sie von meinen Eltern und Großeltern übergeben bekommen habe. Ich fordere soziale Gerechtigkeit für die, die unser Vaterland aufgebaut haben, damit sie auch für ihre Verdienste würdevoll geehrt werden, wie beispielsweise eine gerechte Rente. Ich fordere, dass alle Entscheidungsträger zuerst und auch wirklich zuerst an unsere eigene Jugend und an unser eigenes Volk denken. Es kann nicht sein, dass deutsche Bürger Flaschengeld sammeln müssen, um sich ihren Lebensunterhalt einigermaßen gestalten zu können. Und deutsche Eltern ihre Kinder mit zur Tafel begleiten, damit sie wenigstens einmal eine warme Mahlzeit bekommen, während Flüchtlinge sich wegen eines nicht vorhandenen WLAN-Anschlusses beschweren oder gleich Forderungen nach einem eigenen Haus stellen. Das aktuellste Versagen der Altparteien jedoch ist die Corona-Politik. Gezeichnet von Widersprüchen und Verfassungsbrüchen, sehen bei der Maulkorbpflicht. Erst hieß es, Masken seien nutzlos oder bringen keinen sinnvollen Effekt. Mittlerweile sind wir schon bei FFP2-Masken angelangt oder anderen medizinischen Masken. Als nächstes die Aussage nach dem Motto, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Heute heißt das Motto, niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht einzuführen, liebe Parteifreunde. Aber genau das ist seit Langem schon geplant und wird durch die Hintertür eingeführt. Grundrechte für Impfverweigerer werden nach und nach abgestellt werden. Und da müssen wir uns entschieden dagegen stellen. Das sinnlose und unverhältnismäßige Runterfahren der Wirtschaft mit dem Vorwand, Menschenleben zu schützen, das Gegenteil wird erreicht. Die Isolation, soziale Ausgrenzung, die nicht durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen oder Operationen, welche jedoch zwingend erforderlich wären, ja, und die Selbstmorde, die damit hervorgehen, das ist das, was die Altparteien durch diese Corona-Politik letztendlich uns bringen.
Die neu geschaffene SED 2.0 hat es fast geschafft, unser Deutschland vor die Wand zu fahren und die Menschen ins Elend zu stürzen. Merkel und ihre Vasallen müssen endlich dafür für ein ordentliches Gericht gestellt werden und für ihre Taten zur Höchststrafe verurteilt werden, liebe Parteifreunde. Wenn Sie mich auf die Liste wählen und ich dann in den Bundestag einziehen sollte, werde ich mich für ein starkes Deutschland einsetzen und Deutschland helfen, wieder von Kopf bis auf die Füße umzustellen. Ich bin sehr flexibel, lernwillig, ehrgeizig und könnte in der Fraktion variabel eingesetzt werden. Meine Stärken liegen in der Finanzpolitik, Bildungspolitik, Soziales und Familie. Ich freue mich auf eine gute Teamarbeit innerhalb der Fraktion und vor allem auf die Sachsengruppe. Ich möchte, dass wenigstens wir, die kommende Generation, wieder mit Stolz von unserem Vaterland sprechen und Deutschland das Land wird, in dem wir gut, gerne und vor allem sicher, liebe Parteifreunde, leben können. Kommen Sie bitte zum Schluss. In diesem Sinne, lasst uns alle zusammenhalten und uns niemals spalten, trennen und nur gemeinsam sind wir stark. Lasst uns gemeinsam für eine strahlende Zukunft kämpfen, wie eine Faust für Sachsen und Deutschland. Vielen lieben Dank.